Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich den Akkustaubsauger AEG CX7 reinigen und somit auch zum Beispiel die Bodendüse bzw. den Filter richtig wechseln kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei diesem Staubsauger gibt es natürlich die verschiedensten Bauteile, doch wir fangen zuerst mal mit unserer kleinen Polsterbürste an. Und bei der ist einfach das häufigste Problem, dass sich hier unten drin Haare verfangen. Zum Herausnehmen der Bürste müssen wir den Bürstenkopf einfach mal umdrehen, dann können wir auf der rechten Seite auch schon Open erkennen und da muss ich jetzt einfach mal dieses Bauteil etwas nach unten ziehen, bis es Klick macht und wir können es nämlich auch schon nach oben hin ganz einfach umklappen. Danach einmal die Bürste von der rechten Seite heraus einfach rausziehen und wir haben diese auch schon in der Hand und können jetzt natürlich auch dementsprechend unsere Haare erkennen. Die kann man übrigens am einfachsten lösen, indem du mal zum Beispiel eine alte Nagelschere zur Hand nimmst und diese ganz einfach aufschneidest und dann auch mit den Fingern die Haare entfernst. Für das beste Ergebnis nehme ich danach am liebsten noch einen feuchten Lappen zur Hand, schaue einfach, dass ich den groben Staub einmal von meiner Bürste bzw. auch vom Inneren meines Bürstenkopfes wegbekomme. Das sollte normalerweise auch schon ausreichen. Doch du kannst natürlich auch gerne diese zwei Bauteile unter warmem Wasser einmal säubern. Hierbei solltest du bei dem Kopf eigentlich nur darauf aufpassen, dass hier oben bei unseren Elektrokontakten nicht wirklich viel Wasser hinkommt. Also am besten das Wasser hier oben bzw. von da unten durchlaufen lassen. Danach mit einem trockenen Tuch noch etwas abtrocknen und dann einfach für circa 24 Stunden noch an der Luft trocknen lassen. Und danach können wir es auch schon in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Hier für die Bürste wieder etwas schief halten, zuerst auf der linken Seite einsetzen. Danach können wir schauen, dass es auch auf der rechten Seite nach unten ordentlich reingeht. Danach den kleinen Hebel hier hinten wieder nach unten drücken. Und jetzt haben wir wieder unseren kleinen Schieber, den ich jetzt mit meinem Daumen einfach nach oben hörbar einrasten lasse. Und somit haben wir die kleine Bürste auch schon richtig gesäubert. Für die grobe Reinigung unserer Hauptbürste haben wir hier unten auf der rechten Seite mal den sogenannten Brush Roll Clean Knopf, den ich jetzt seit laut AEG während dem Saugen für circa 10 Sekunden einmal drücken soll. Wir können auch schon erkennen, dadurch geht hier innen drin so eine integrierte Klinge einmal Richtung Bürste und dadurch werden dann auch schon automatisch festsitzende Haare bzw. Fasern zerschnitten und von dem Staubsauger auch direkt aufgesaugt. Ich schalte den Staubsauger also an, betätige mit dem Fuß jetzt die Brush Roll Clean Funktion. Und nach circa 10 Sekunden können wir auf der Unterseite bei der Bürste auch schon erkennen, dass da eigentlich fast keine Haare festsitzen, obwohl wir mit dieser Bürste wirklich regelmäßig bei uns zu Hause durchsaugen. Jetzt den Vorgang also entweder noch einmal wiederholen, bei mir möchte ich es aber per Hand noch etwas sauberer machen. Und was ich auch noch sagen möchte, man kann die Bürste leider nicht vom Stiel direkt entnehmen. Deswegen habe ich das Ganze einfach mal auf den Boden gepackt und wir können auch schon unseren ersten Schieber erkennen, wo oben steht. Diesen schiebe ich einfach mal zu mir etwas her, dann können wir nämlich auch schon diesen kleinen Sicherheitsbügel hier nach oben umklappen und auf der linken Seite können wir wieder das Zeichen Open erkennen. Dann muss ich den Schieber jetzt dementsprechend nach oben einmal geben. Danach kann ich dieses kleine Bauteil auch nach oben umklappen und wir können wie zuvor bei der kleinen Bürste auch einmal unsere große Bürste ganz einfach entnehmen und jetzt am besten wieder mit einer kleinen Nagelschere die ganzen Haare einmal durchschneiden und per Hand ganz einfach entnehmen. Wenn die festsitzenden Haare von unserer Bürste also entfernt sind, können wir mal hier hinten noch unseren Flexschlauch abnehmen. Hierfür haben wir auf der rechten und linken Seite zwei solche kleinen Knöpfe zum Eindrücken. Die drücke ich jetzt auch gleichzeitig ein und kann dann diesen Schlauch auch schon runter machen. Das sehen wir auch, dass sich natürlich wieder ein bisschen Dreck gefangen hat. Den gebe ich jetzt gleich mal in meinen Mülleimer und danach können wir am besten einfach mal wieder alles mit einem feuchten Tuch ordentlich auswischen. Wichtig hierbei ist jetzt eigentlich nur, dass man unbedingt bei der Bürste da unten aufpassen muss, dass natürlich unsere Klinge vorhanden ist, also da nicht zu stark reingehen und lieber ganz vorsichtig arbeiten. Natürlich können wir auch hier wieder unsere Bürste ohne Probleme unter warmem Wasser reinigen, danach natürlich einfach 24 Stunden Luft trocknen lassen und wenn alles passt und natürlich auch wieder ungefähr trocken ist, dann am besten einfach mal die Bürste wieder zuerst auf der einen Seite leicht reingeben, dann auf der anderen Seite nach unten drücken. Wir können auch schon unser Bauteil hier drüben jetzt einfach nach unten einmal geben, dann schauen, dass der Clips wieder in unsere Richtung einrastet, das passt auch schon. Die Klammer nach unten drücken,
auch hier diesen kleinen Schieber jetzt nach vorne geben, dass die Klammer hier auch wirklich unten bleibt. Und zum Schluss ganz einfach noch unseren Flexschlauch nehmen und diesen etwas nach unten drücken. Und wir haben auch schon unsere Hauptbürste richtig gereinigt. Als nächstes reinigen wir jetzt mal noch unseren Behälter und vor allem auch unseren Filter. Und hierfür müssen wir zuerst einmal diesen kleinen Handstaubsauger entnehmen. Hierfür haben wir hinten so einen kleinen Knopf, den drücke ich jetzt einfach mal ein. Dann kann ich den Handstaubsauger nämlich auch schon ganz einfach nach oben hin rausziehen. Jetzt erkennen wir relativ weit vorne auch schon zwei solche grauen Knöpfe, einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite, und die drücke ich jetzt einfach mal gleichzeitig zusammen und kann dann auch schon meinen Behälter ganz einfach nach oben hin entfernen. Auf der Rückseite erkennen wir wieder zwei solche grauen Druckstellen, die drücke ich jetzt einfach mal wieder gemeinsam zusammen und halte das Ganze aber auch schon über meinen Mülleimer drüber, denn jetzt kann ich alles aus meinem Behälter rausziehen und möchte dies natürlich auch direkt in den Mülleimer entleeren. Um nun noch an den Filter zu gelangen, können wir hier oben mal noch so eine kleine Nase erkennen. Die muss man jetzt einfach mit dem Daumen am besten etwas nach unten runterdrücken und dann lässt sich nämlich das Ganze auch schon ganz einfach entnehmen. Wichtig, bitte wirklich unbedingt über dem Mülleimer das Ganze machen. Wie zuvor auch können wir gerne den Behälter einmal mit einem feuchten Tuch noch sauber machen, beziehungsweise natürlich auch diese Bauteile wieder unter warmem Wasser komplett reinigen und natürlich gerne auch unseren verdreckten Filter einmal unter warmem Wasser ordentlich sauber machen. In meinem Fall schaut dieser aber wirklich schon so dreckig aus, dass es meistens einfach keinen Sinn mehr macht, und deswegen habe ich mir mal einen Ersatzfilter noch besorgt, den ich jetzt einfach einbauen werde. Hierfür erkennen wir hier oben zwei solche kleinen Nasen, die den Filter jetzt anhalten, und deswegen muss ich mal meinen alten Filter ganz einfach im Uhrzeigersinn etwas drehen. Die Nasen öffnen sich somit auch schon und ich kann diesen ganz einfach nach unten entfernen und gebe ihn natürlich auch am besten gleich in den Mülleimer hinein. Danach noch meinen neuen Filter nehmen. Wir können sehen, hier oben sind auch wieder zwei solche Nasen. Ich schaue, dass diese natürlich dementsprechend auch in die Halterung hineingehen, und dann drehe ich diese einfach mal gegen den Uhrzeigersinn, bis es auch schon ordentlich eingerastet ist. Das obere Bauteil mache ich jetzt natürlich am besten auch noch wieder mit einem Lappen ordentlich sauber. Den Filter erneuere ich bei mir je nach Benutzung übrigens so circa zweimal im Jahr, da komme ich relativ gut hin, und danach kann ich diesen auch schon in mein Sieb einmal ganz einfach wieder hineingeben. Dafür drücke ich das Ganze einfach etwas stärker zusammen. Danach kann ich dann auch schon meinen Behälter einmal zur Hand nehmen, gebe natürlich auch hier meinen Filter richtig rum hinein, auch wieder einfach allein drücken, bis es hörbar einrastet, und zum Schluss können wir dann auch schon einmal wieder quer das Ganze in unseren Handstaubsauger hineingeben, drücke es nach unten und auch dieses Bauteil ist wieder richtig eingerastet. Danach haben wir eigentlich nur noch unseren großen Sauger, den ich übrigens jetzt auch jederzeit natürlich irgendwo mit den feuchten Tüchern noch etwas sauberer machen kann oder natürlich auch mit einem Kompressor, wenn man so einen hat, und gebe auch hier diesen Handstaubsauger hinein. Und somit haben wir jetzt auch schon unseren AEG Akkustaubsauger richtig gereinigt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen weiteren Akkustaubsauger, Zubehör oder auch gleich mehrere solche Ersatzfilter zulegen möchtest, um einfach etwas Geld zu sparen, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.